Willkommen auf dem Kanal, an dem sonst nicht viel passiert. Wir zocken heute mal das neue Tomb Raider ein wenig an. Okay. Geht ja schon mal richtig los. Aber echt jetzt. Erzählerisch mag ich sowas eigentlich gar nicht. Dieses, wir machen erst was Episches und dann davor. Das war noch zu Uncharted 2 Zeiten ganz geil, aber mittlerweile ey, völlig überholt. Okay, ich kann noch nicht viel machen. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Gut, beeil dich. Los. Ah, okay. Voll wieder drücken. Ah, ich kann mich bewegen. Hervorragend. Das bin ich. Sehr schön. Schöne Lichteffekte. Netter Einsatz. Es sieht schon gut aus. Und das sieht zwar nicht viel, man sieht nur Höhle, aber das sieht schon ganz ordentlich aus. Da kann man echt schon nicht meckern. Der Kollege liegt schon länger da. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt.
Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Also ist jetzt 6 Wochen nach Rise of the Tomb Raider oder länger? Ich habe nicht richtig verstanden, wann das Spiel spielt. Also natürlich nach Rise, aber wie lange? Steuerung funktioniert. Es ist jetzt der Abschluss der zweiten Reboot-Saga. Es gab ja schon mal eine Reboot-Saga mit Tomb Raider Legend, Anniversary in Underworld. Das ist jetzt die zweite Reboot-Saga mit Tomb Raider 2013. Rise of the Tomb Raider und jetzt eben Shadow of the Tomb Raider. Ich glaube persönlich, dass es der letzte Teil überhaupt von Tomb Raider sein wird. Das Medienecho ist jetzt nicht so hoch, also zumindest wenn man in irgendwelchen Foren unterwegs ist, ist jetzt nicht so, dass da sonderlich viel Feedback von Konsumentenseite herrscht, sage ich mal. Und auch wenn man so Trailer auf YouTube so sich anguckt, dann sind die Klickzahlen bei beiden. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Da. Das ist schick. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Ja, das sind die Kriegszeit halt einfach nicht so gut, dass ich glaube, dass ich das Spiel groß verkaufen wird. Ich denke mal, an der Qualität liegt mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, das Kundeninteresse wird einfach nicht mehr so da sein. Und das ist schon echt beeindruckend. Dass ich tatsächlich glaube, dass es für Square Enix keine Marke sein wird, die auf diesem Niveau zumindest weiterführen werden. Also ich glaube, die nächsten Teile werden dann eher so Spin-Off-Ableger und dann lassen die das so langsam auslaufen. Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch. Also zu wünschen wäre es natürlich. Ja, wie gesagt, die Aufrufzahlen auf YouTube oder so. Abgesehen von dem einen Trailer, der da vor jedem anderen Video läuft und dementsprechend häufig geklickt ist. Wow. Ansonsten ist es echt dünner. Sieh das mal an. Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Ja. Wir müssen schnell hier weg! Komm jetzt! Jetzt aber Flux. Los, los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Sehr sympathischer Anfang. Ich spiele übrigens die ganz normale Xbox-Fassung. Das Spiel kam heute raus, beziehungsweise in der Craft Edition mit Inhalt Season Pass schon vor ein paar Tagen. Ich habe jetzt eine Standardversion gekauft, einfach weil ich mit den Add-ons von Rise of the Tomb Raider nicht zufrieden war. Und diesmal nicht die Katze im Sack kaufen wollte. Außerdem war das Cover schöner. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung.
Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, ja. Cute. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonathan. Na da. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Tja, würde ich sagen. Siehst du was? Erstmal ordentlich gekotzt. Okay. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Können wir hier eine Menge anreden? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Sieh. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Sehr dialoglastig bisher. Hey Jungs, man kommt ja kaum wirklich zum Spielen. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier das gibt sich noch im Laufe des Spiels. Und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Bin ich hier eigentlich der Einzige, der sich hier an Assassin's Creed erinnert fühlt? An die älteren Teile? Die Menschenmenge so ein bisschen rumschleichen. Mich an Leuten vorbeidrücken. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Ja, der Boss von Trinity.
Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Disculpe, señorita. Mein Fehler. Sieht schon gut aus, schon belebt und unheimlich viele Details. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Sehr schön. Doktor, son muchos esos hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Ja, ja. Oh, hab ich das jetzt gemacht? Ich glaub schon. Oh, nicht so schön in so einer düsteren Gasse, ganz allein, in der Nacht. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Tja, zu spät wollte ich sagen. Ich bin hier schon drin. Ich denke mal, die kleinen Schluten heute gehen eher rum, als dass wir noch wirklich zum Spielen kommen. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Hätte ich jetzt auch gesagt. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Ja, man kann ja gar nicht viel sagen, also viel gespielt ist bisher nicht. Ich mache ja immer nur die ersten 20 Minuten bei diesem Format und spiele dann den Rest für mich in Ruhe weiter. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber ich habe eine gute Beobachtungsposition. Man kann ja zumindest viel von der Grafik sehen. Spielerisch ist bisher noch nicht wirklich viel gewesen. Oh, ich kann rennen. Das ist ja fantastisch. Ich habe mir vorgenommen, öfter wieder Sachen anzufangen und dann das Format zu machen, aber ich habe momentan nicht wirklich viel Lust, neue Sachen anzufangen. Ich spiele mehr ältere Spiele oder Sea of Thieves, wo ich ein bisschen drauf hängen geblieben bin. Ist halt so. Und daher überlege ich, wenn dann vielleicht auch für diese ersten kleinen Stunden auch ältere Spiele zu nehmen, wie, keine Ahnung, Resident Evil von 1996 oder irgendwas in der Richtung. Mal kleine Schluten reinspielen. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Sieht ja aus wie ein Stargate. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Ah, da wird wohl jemand. Das ist deine Schuld. Tja, ja, da läuft was für jemanden nicht ganz gut. Komm ich hoch? Ne? Ne? Ah, okay. Ich werde mich schon mal verabschieden. Hab ja auch nicht viel gesagt. Und wir sehen uns dann eventuell ein anderes Mal bei einem anderen Video. Ja, jetzt geht's langsam los. Warte, ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen.